Ich hab keinen Plan. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Mein Papa will, dass ich Mechaniker werde. Aber meine Mama will, dass ich im Büro arbeite. Meine Lehrer sagen, dass ich was mit Kunst machen soll. Meine Freunde sagen, ich soll Friseur werden. Aber was will eigentlich ich? Hey, und wie geht's dir so? Naja, es geht so. Du schaust aber gar nicht gut aus, nur immer keinen Plan. Nein, leider nicht. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Und du? Naja, wenn ich ehrlich bin, ich weiß eigentlich selber noch nicht so genau. Ich tue mir eigentlich total schwer. Aber schau mal, ob was von meinen Eltern ausmacht. Boah, cool! Zeig mal her! Vielleicht kann uns ja das iPad bei unserer Suche behilflich sein. Hallo ihr beiden! Ich weiß, die richtige Lehre ist nicht leicht zu finden. Aber ich denke, ich kann euch bei der Entscheidung etwas behilflich sein. Habt ihr Lust auf eine spannende Jobentdeckungsreise? Ja. Ja, warum eigentlich nicht? Und schon geht's los. Hallo, willkommen in der Welt der Dachdecker. Hallo, hi. Wisst ihr eigentlich, was ein Dachdecker ist? Naja, unter Dachdecker kann ich mir schon was vorstellen, aber was macht er eigentlich genau? Der Dachdecker macht, wie es der Name schon sagt, Dachbekleidungen für verschiedenste Dachformen. Er sucht aus einer Vielzahl von Materialien die perfekte Lösung für Dach und Fassade aus. Und habe ich in dem Beruf Zukunft? Absolut. Wer sich für den Beruf entscheidet, hat einen krisensicheren Job gewählt. Wir haben fast tagtäglich mit unterschiedlichen Materialien zu tun. Da wird da eigentlich nie langweilig. Wir sind in der Natur und es ist ein Beruf voller Action. Und wie kann ich mich in dem Beruf weiterbilden? Nach dem Abschließen der Lehrzeit mit der Lehrabschlussprüfung könnt ihr verschiedene Spezialkurse besuchen. Ihr könnt die Meisterprüfung machen und auch die Berufsreifeprüfung. Das klingt ja voll interessant. Ja, das stimmt. Kommt, jetzt sage ich euch mehr. Schon im frühen Mittelalter hat man die Gebäude an der Dachseite mit speziellen Materialien gegen Sonneneinstrahlung, Wind, Regen und Schnee geschützt. Es gibt kein Haus, welches ohne Dach über einen längeren Zeitraum bestehen könnte. Oder könnt ihr euch vorstellen, in einem Haus ohne Dach zu leben? Für ein Dach über dem Kopf sorgt der Dachdecker. Mit seinem besonderen Fachwissen gestaltet der Dachdecker zusätzlich auch die Optik des Objektes mit. Es ist alles möglich. Seiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die Dachdeckerlehre dauert 3 Jahre. Solltet ihr euch für die Doppellehre Dachdecker-Spengler entscheiden, dauert diese insgesamt 4 Jahre. Körperliche Geschicklichkeit ist für diesen Beruf eine notwendige Voraussetzung.
Mit dem Lehrabschluss besteht auch die Möglichkeit, zeitgleich die Lehre mit Matura zu absolvieren. Diese Option ist kostenlos und ermöglicht euch nach einem erfolgreichen Abschluss den Besuch von Hochschulen. Nach der erfolgreich abgelegten Gesellenprüfung kommt je nach Engagement jedes Einzelnen die erste Vorarbeitertätigkeit. Falls der Wunsch nach beruflicher Weiterentwicklung oder Selbstständigkeit besteht, kann eine Meisterprüfung belegt werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, war voll cool, danke. Alles Gute für die Zukunft. Danke. Hallo und willkommen in der Welt der Glasbautechniker. Hallo. Sie ist eigentlich ein Glasbautechniker. Macht der Glas? Nein, das Glas wird von den Glaserzeugern hergestellt. Wir Glasbautechniker arbeiten mit diesem Flachglas. Wir schleifen, produzieren und verarbeiten dieses Produkt in verschiedensten Anwendungen. Glasbautechniker, ist es ein Beruf mit Zukunft? Schaut euch um, kaum ein Werkstoff wird so vielseitig angewendet wie Glas. Glas ist der Werkstoff des Jahrhunderts und in der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Gibt es in dem Beruf dann eigentlich Aufstiegsmöglichkeiten? Sicher gibt es Aufstiegsmöglichkeiten in diesem Beruf. Wenn es ausgelernt hat, könnt ihr selber junge Leute ausbilden in diesem Beruf und anschließend die Meisterprüfung auch ablegen, um so eventuell euer eigener Chef zu werden. Und was kann man sonst noch so mit Glas machen? Am besten ist, ich zeige euch das, jetzt kommt mal mit mir mit. Glas ist ein Werkstoff mit Tradition, dessen Herstellung auch heute noch ein wenig an die Alchemistenküchen des Mittelalters erinnert. Aus Quarzsand, Kalk und Soda entsteht ein transparenter Werkstoff, der für vielfältigste Anwendungen geeignet ist. Ohne Glas gäbe es keine durchsichtigen Fenster, Trinkgefäße wären aus Keramik oder Metall, optische Linsen wären nicht in der heutigen Qualität herstellbar und Glaskunst wäre ein Fremdwort. Faszination Glas. Für viele zur Freude und für manche ein Beruf. Der Lehrberuf des Glasbautechnikers umfasst je nach gewählten Modulen 3 bzw. 4 Lehrjahre. Den Abschluss stellt die Lehrabschlussprüfung dar, die aus einem Fachgespräch und einem praktischen Werkstück besteht. Danach könnt ihr als Gesellen in Glasereien arbeiten bzw. euch an der HTL für Glasbautechnik in Tirol weiterbilden, den Meister für Flachglasbearbeitung machen oder schon während der Lehrzeit anfangen, Matura mit Lehre zu machen. Für diesen Job solltet ihr körperlich geschickt sein und Freude an abwechslungsreichen Aufgaben haben. Der Werkstoff Glas lässt vielfältigste Möglichkeiten zu. Glasbautechniker schneiden, bearbeiten und montieren sämtliche Flachgläser. Sie setzen die Wünsche von Kunden um und tragen dazu bei, das Gesicht einer Architekturgeneration zu prägen. Glasfassaden, Glasdächer, Wand- und Deckenverglasungen bis hin zum Möbelbau und die Anfertigung von Einzelstücken werden von Glasbautechnikern fachgerecht und sorgfältig mit dem Wissen um den aktuellen Stand der Technik ausgeführt. Das Wissen um altes Handwerk in Verbindung mit modernsten Techniken machen diesen Beruf vielfältig und lassen ungeahnte Möglichkeiten zu.
So, ich hoffe, der Rundgang durch die Welt der Glasbautechniker hat euch gefallen. Ja, voll. Ja, danke, war voll cool. Ich habe mich gefreut, dass du da warst. Ich wünsche euch für euren weiteren Berufsweg noch alles Gute. Nein, danke. Hallo! Willkommen in der Welt der Spengler. Was ist eigentlich ein Spengler? Hat das was mit Autos zu tun? Der Karosseriespengler ist ein eigener Beruf. Wir arbeiten vor allem am Dach. Wir machen Blechdächer, Dachrinnen, Kamine und Lüftungen und sämtliche Anschlüsse rund ums Dach. Eigentlich der Spengler gefragt? Sehr sogar. Man braucht immer ein Dach über dem Kopf. Darum ist es immer ein Beruf mit Zukunft. Gibt es eigentlich Weiterbildungs- oder Karrieremöglichkeiten in dem Beruf? Ja, freilich. Nach abgeschlossener Lehre mit Abschlussprüfung kann man die Berufsreifeprüfung machen, kann später die Meisterprüfung machen und Spezialkurse für Dach und Fassade besuchen. Und was kann man sonst noch so machen? Der Spenglerberuf hat eine künstlerische Seite, da kann man von der Vase bis zum Ritterhelm und andere Designerstücke fabrizieren. Hey, ich habe eine Idee, das zeige ich jetzt genauer. Kommt. Kaum ein Haus, bei dem das Niederschlagswasser ohne kontrollierten Ablauf bis auf die Erde gelangt. Weiters sind Dächer mit zahlreichen Dachdurchdringungen, wie zum Beispiel Kamine, Dachausstiegfenster, Entlüftungsrohre etc. durchlöchert, welche ebenfalls fachgerecht an die Dacheindeckung angeschlossen werden müssen. Eine besondere Herausforderung sind reine Blechdächer. Blechdächer sind für fast jede Dachform geeignet. Diesen Job übernimmt der Spengler. Zusätzlich agiert der Spengler als Mitgestalter des Objektes, das er durch seine eigene Kreativität und sein umfangreiches Fachwissen formt. Die Ausbildung zum Spengler dauert 3 Jahre. Die Doppellehre Spengler-Dachdecker dauert insgesamt 4 Lehrjahre. Es ist möglich, zeitgleich die kostenlose Lehre mit Matura zu machen, die euch nach dem erfolgreichen Abschluss den Besuch von Hochschulen gestattet. Ihr solltet für diesen Beruf körperliche Geschicklichkeit mitbringen. Falls ihr euch beruflich weiterbilden wollt, besteht die Option, nach dem erfolgreichen Lehrabschluss eine Meisterprüfung zu machen. Als Meister habt ihr erweiterte Karrierechancen und die Berechtigung, euer eigenes Unternehmen zu gründen. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ja, ja, danke, war danke. Super. Ich wünsche euch was Gute für die Zukunft. Danke. Ich glaube, jetzt weiß ich, was ich machen will. Ich glaube, ja.